und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf dem Kanal Apfelwolke. Heute habe ich einen ganz besonderen Interview-Gast für euch, und zwar meine Mutter. Bleibt dran! Ja, und zwar hat sie es tatsächlich gewagt, sich ein bisschen an die vegane Lebensweise anzupassen, und darüber wollen wir heute mit meiner Mama reden. So. Also, Mama, vor 2 Jahren angefangen mit der veganen Lebensweise. Und wie war es dann für dich, als er plötzlich gesagt hat, er ernährt sich jetzt nur noch vegan? Ich habe gedacht, wir probieren es einfach mal. Und es hat echt gut nachgehauen. Alle haben mitgemacht, alle waren zufrieden. Und es ist auch echt besser, finde ich. Ich brauche kein Fleisch mehr. Ja, das war nämlich richtig cool, dass unsere Mutter arbeitet, sodass man es wirklich überzeugen müsse, sondern mir hat es vorklebt, beziehungsweise mein Bruder hat damit angefangen. Dann habe ich mitgemacht mit vegetarisch, haben uns erstmal eine Zeit lang vegetarisch ernährt und dann sind wir auch mehr in die vegane Richtung gegangen. Und was isst du denn noch an tierischen Produkte? Ein kleines bisschen Milch in den Kaffee, ab und zu, genau. Wenn es keine andere gibt, aber sonst eigentlich nicht. Und ein bisschen Kuchen ab und zu mal. Ich tue ein bisschen Schummeln. Ich bin nicht so korrekt wie meine Kinder. Aber naja, es geht. Was ganz interessant ist, du hast aber eine Pflanze Milch gefunden, die dir doch im Kaffee schmeckt. Und was ist denn das? Das ist Hafermilch. Genau. Hafermilch kann man trinken. Sojamilch schmeckt mir jetzt nicht so gut, weil es einfach sauberer ist, finde ich. Aber sonst kann man mit Hafermilch ganz gut leben. Also hast du verschiedene Pflanzenmilch zuerst ausprobiert, Arten, und dann hast du dich für die Hafermilch entschieden. Ja, genau sowas. Genau. Okay, gut. Und wie ist es denn mit dem Kochen? Du bist ja so gewohnt, dass man als Mutter kocht für alle. Gab es da eine große Umstellung? Nee, ich habe einfach das Fleisch einfach weglassen. Einfach so. Ich habe Gemüse gekocht und das und das. Mittlerweile kochen ihr ja alle selber, Gott sei Dank. Dann heißt mal, du Mama, ich habe dir was essen gekocht, probier du mal auch. Und somit ist es, variiert es immer hin und her und rum und um. Genau. Das passt dann irgendwie. So wie so Schmand eigentlich, wo man Ketten, mache ich halt Soja. So für Stadtrahmen irgendwie. Mhm. Das mache ich erstmal rein. Oh, dieses Soja-Sahne-Ding, was da gibt im Laden. Wenn ich ein Bild dazu finde, blende ich euch das noch irgendwie ein, damit ihr wisst, wovon ich rede. Wir können uns dann so nicht ausdrücken. Und was auch ganz interessant war, weil meine Mutter hat früher ganz viel Joghurt gegessen. Das war so Standard, da haben wir diese Eimer-Cup mit Joghurt. Ja, sehr und viele. Wie hast du das jetzt ersetzt da bekommen? Ich habe einfach Apfelmus und Obst. Genau. Das hat genauso geschmeckt. Also am Anfang nicht so, man muss sich natürlich dran gewöhnen. Aber naja, menschliche Gewohnheitstiere erklären sich tatsächlich an alles. Ja. Und jetzt wollen natürlich noch alle wissen, wie alt du bist. Nämlich, man sagt ja immer, man konnte es nur machen, wenn man jung ist. Nein, da kann ich ja ruhig mit 50 mal anfangen. Ja. Aber mit 49 habe ich angefangen. So, gell? Ich glaube, es fehlt nämlich nichts. Also mir fehlt haben. Wie alt bist du denn jetzt? Ja, ich bin ja 51. 51. Wie hat sich das aufgewirkt? Hast du noch irgendwie was gesundheitlich gemerkt, wo sich was gebessert hat? Oder das mein Blutbild war besser. Mein Blutbild? Ja, es war echt gut, mein Blutbild. Mhm. Wenn der Doktor meint, so kann ich weitermachen. Okay. Wie vom Jüngeren. Und was? Kann die nächsten 50 Jahre nur starten. Mhm. Wenn wir mal 100 sind, dann schwätzen wir da weiter. Ja. Über das nächste Leben. Hast du irgendwelche Fleischersatzprodukte oder hast du einfach nur weggelassen? Nein, ich habe es weggelassen und es fehlt mir auch nicht. Okay. Früher haben wir ja die Hase geschlachtet, früher ganz daheim so. Mhm. Bei uns haben wir sie geschlachtet. In deiner Kindheit? Wenn mein Hase nicht dabei war, war es in Ordnung. Aber ich habe meine Tiere immer in meinem Einkaufskorb gehabt und habe die immer gerettet von meinem Vater. Und da fällt mir da auch noch so eine Geschichte ein, als wir Kinder waren und du so einen Huhn zubereitet hast. Das könntest du auch mal erzählen, wie das da war. Ja, wir gingen alle zum Metzger und wollten frisches Huhn, gefüllt wie jeder. Letztendlich war das im Backofen. Kommt der Älteste her und sagt, Mama, hätte es Freunde gehabt? Er sagt, ja. Und auch Mama und Papa, auch. Der ist weg, nachdenklich. Nächste kommt. Und so, und dann kommt das jüngste Kind her und zeigt mir ein Bild von einem Huhn. Und dann hätte die Kralle gefehlt. Vorne, ja klar. Hätte er auch gehabt, die war 3 Jahre dort. Und dann haben wir Kinder, nie mehr essen, nie mehr gucken. Unser Hund hätte sich gefreut. Wir haben die Pommes allein nicht gegessen, aber wollten immer mehr Fleisch essen. Dann. Das sieht man irgendwie, dass Kinder vielleicht gar nicht so den Drang haben, Tiere zu essen, wenn ihnen bewusst ist, dass es Tiere sind. Nur Kinder fehlt halt der Zusammenhang. Und zwar sind wir erst Jahre später
vegan oder vegetarisch da geworden. Also wir haben noch immer Fleisch gegessen und alle tierische Produkte. Und das Gute fand ich, unsere Mama hat uns auch nie gezwungen, Fleisch zu essen. Nein, das habe ich nicht mehr. Ja. Jeder durfte immer essen, was er wollte. Und ich habe auch immer gesagt, das ist von der Kuh und das ist vom Schwein. Aber klar, die Zusammenhänge finden sie halt auch nicht. Und ich fand auch gut, hast du uns mal erzählt, dass Verwandte von dir irgendwie Ratschläge gegeben hätten, dass Fleisch wichtig wäre für Kinder und man sollte das doch pürieren und mixen. Ja, ja, ja. Und du hast es aber trotzdem ganz gelassen, sodass es noch erkennbar war, sodass man das auch auf Seite legen konnte. Also uns wurde es damals nicht untergejubelt, obwohl es irgendwie so dir vorgeschlagen wurde. Nein, nicht jeder seine eigene Meinung. Und das soll die Kinder auch entscheiden, ob sie es möchten oder nicht. Ja, ja gut, dann war das das kurze Interview, oder? Das war jetzt ganz spontan und ich habe mir vorhin eine wirklich Frage überlegt und meine Mutter habe ich so ein bisschen überrumpelt damit. Ja, ja doch. Ja. Weil ich gesagt habe, ich will das mal drehen, so dass auch ihr, falls da noch jemand über 50 ist oder auch mit dem Alter meiner Mutter ist, dass es dann doch noch möglich ist, ja, ist doch sich umzustellen und dass es dort unbedingt mal um die 20 sein muss, um seine Meinung darüber zu ändern. Also ist um jeden Alter möglich. Bitte und dir danke für das Interview, Mama. Dankeschön, bitteschön. Und wir sehen uns im nächsten Video. Habt noch einen wundervollen Tag, Abend oder Nacht, wenn ihr mir dieses Video anschaut. Dann macht's gut. Ciao, Leute. Tschüss.